Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Mafia 2. Euer Bake heute wieder am Start. Und wir legen direkt los hier mit unseren schönen Nachts- oder Unterhemd und gehen mal direkt ans Telefon. Wer spricht denn bitte schön? Hallo? Hey, Vito, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. Knarren haben wir hier zum Saufüttern. Jetzt schauen wir mal hier. Wo ist denn unser schöner Anzug? Motorradkleidung mit Kragen und Krawatte brauchen wir nicht. Stilvolle rote Jacke, Highschool-Kleidung brauchen wir auch nicht. Kampfanzug, Dienstanzug, Anzug mit... Ah, jetzt haben wir wieder nur die Standardsachen. Sind jetzt unsere Klamotten mit unserem neuen Haus abgefackelt, oder wie? Das gibt's doch nicht hier. Oh, ab... Auf ins Lederhemd und los geht die Post. Ab zu Henry. Mal schauen, was er schon wieder für eine große Sache am Laufen hat. Wir haben hier nicht mal eine Garage, aber unser schönes Auto überhaupt noch nicht demoliert. Steht ja hier eh schon rum. Und ab geht die Post. So, hier sind die Cops. Da fahre ich lieber kein Auto an. Stehen bleiben. Heiß und fertig. Ich habe Stress. Ich muss zu meiner Mission kommen. So. Bitte schön einmal auf die Seite fahren, dankeschön. Ich muss ja aufpassen, ansonsten fängt hier nämlich das Auto auch noch zum Brennen an. Und dann haben wir gar keine Karre mehr. Das wäre nicht so toll. Aber Geld haben wir auch keines mehr, glaube ich. Wo sehe ich denn hier mein Geld? $88. Das heißt, Leute, wir können hier nicht mal die Karre reparieren. Weil ich glaube, das geht sich mit $88 nicht aus. Aber mal schauen, vielleicht bekommen wir jetzt wieder Kohle rein. Durch den Mörderjob, was uns Henry anbietet. Ich hoffe mal, da werden ein paar Tausende rausschauen für uns. Aber es kommt natürlich drauf an, was genau wir jetzt machen. So. Weg da. So Leute, jetzt haben wir einen Blackscreen. Toll. Richtig nice. Game, du machst das super. Ich muss sagen, du machst das ganz spitze. Ach, jetzt dürfen wir nochmal hinfahren. Warum ist jetzt hier überhaupt mein Game abgeschmiert? Irgendwas Spiel wird installiert. So, wer wird das wohl sein? Henry wahrscheinlich. Hier ist Henry. Hey. Oh, schau. Ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay. Wir treffen uns dort. So, auf ein neues. Leute, ich werde die Fahrt jetzt rausschneiden. Wir sehen uns in Kürze. So, Leute, und da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Ein kleines Update. Ich habe unsere Karre komplett geschrottet. Bin dann drauf gekommen, dass man die auch wieder per Hand reparieren kann. Da unten steht sie. Das nächste, was passiert ist, wir haben jetzt nur noch $38, weil ich hatte eine kleine Polizeiverfolgungsjagd, die haben mich dann aufgehalten, da musste ich $50 bezahlen, weil ich zu schnell gefahren bin. Kleines Update nebenbei. Hey, mal schauen, was die der Jungs jetzt hier zu sagen haben. Setz dich. Ich habe mich mal über Carlos' Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin $2,500. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht $7,500 Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja,
Wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Was ist ein Wort, Leute? Nur Idioten Riesen. Nehmen Drogen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Das Geld, jetzt das Geld könnten wenn wir gebrauchen. Wenn das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tonks jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Ich habe halt ein geschrottetes Auto, Jungs, ne? Das wisst ihr schon. Okay, das heißt, wir steigen jetzt in das Drogengeschäft ein. Ich glaube da nicht, dass das Falcone so gefallen wird, wenn er uns erwischt. Verzeihung. Hey, Süße, was ist los bei dir? Alter Ups, Sack. Tut mir leid, ja? Meine Schuld. Du hast Angst vor mir, ne? Auf alle Fälle, es passt nicht alle Leute in das Fahrzeug. Ja, super. Super. So, hier passen auch nur 2 Leute rein. Hier passen 4 rein. Stehen bleiben. Ich bin von der Polizei. Steig schon aus. Oh fuck, da vorne ist ein Cop. Oh nein, er bringt uns alle um. Schnell einsteigen, Leute. Boah, hier neben uns waren auch Cops. Ha! Denen ist das scheißegal. Die machen die Arbeit richtig. Ich glaube, den wir uns treffen, Henry. Er heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was, wenn er uns das Geld nicht leiht? Dann platzt das Ach, nicht schon wieder! Angst. Ich kenne den Kerl. Der rückt damit ich habe kein Geld mehr für euch. Ja, ich muss abholen. Doch, noch 3. Ich kann den scheiß Strafzettel nicht zahlen, Leute. Ihr könnt wir haben kein Geld mehr. Sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggepustet. Na, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja. Deshalb können wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Können wir ihm trauen? Klar. Von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt's keine Probleme. Halt die an, Vito. Ups. Aussteigen, bitte. Verzeihung, Sir. Ja. Kein Problem, Mister. Hallo, Jungs. Wir wollen zu Bruno. Hi, Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Das ist Bruno. War das nicht der Hi, Typ, Bruno. Den wir vom Metzger gerettet Hallo, haben? Was Nö, verschafft war nicht der mir die Typ. Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55. So ein letztes Bastard. Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute $35.000 und so ich kriege ein bis Freitag 55.000.
Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um $10,000 pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den $20-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Das ging aber schnell. Erzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Das ging aber schnell. Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. So, ich hoffe, da geht jetzt nicht schief. Aber so wie ich Mafia 2 kenne, geht garantiert irgendwas schief. So, wo ist der Geldkoffer? Hast du mich schon wieder vergessen, Joe, oder wie? Fahre zum Meeresgabelagerhaus. Okay, wo ist das Meeresgabelagerhaus? Leute, einsteigen. Ah, das ist nicht weit weg von hier. Auf geht's. Ab geht die Post. Ach, Henry, du Idiot. Steig halt ein. So, stehen bleiben. Er hat wieder keine Bremse und keine Augen im Kopf. Oh, gemacht, Henry. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter gezwungen hat, beichten zu gehen? Ja, ich hatte der Tussi auf den Hintern geglotzt. Gott hab sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Du kommst in die Hölle. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich hab mal von so einem Kreditherrn namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja, was weißt du über ihn? Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Was, der Typ, der im Falcon die Klos putzt? Ja, der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay, ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. Sowas passiert uns nicht. Ich will mal hoffen, Joe, dass du da richtig liegst. Ansonsten, ja, sieht schlecht aus für unsere Finger. Aber wir schaffen das schon, Leute. Irgendwie, ansonsten gehen wir eine Bank überfallen. Ganz easy machen wir das. Oh, was ist denn hier? Ein Stripclub, oder wie? Nö. Einmal nach links, bitteschön. Typisch Frau am Steuer. Ich wollte die ausweichen und sie fährt in mich rein. Verstehst du? Ganz, ganz schlimme Sache. Wir sind gleich da. Fahrt durch das Tor und in den Hof. Jawohl, wird gemacht, Chef. Wir sind im Tor. Nein, sind wir nicht. Jetzt sind wir im Tor. Folge dem Chinesen. Aussteigen bitte. Bist du der Chinese? Mir nach. Konnichiwa, konnichiwa, Digga. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Folgen Sie mir, Gentlemen. Jawohl. Mr. Wong erwartet. Mr. Wong von Hangover, oder wie? Mr. Wong! Wo bist du denn, Mr. Wong? Standpipe Connection, okay. Irgendwie kommt mir hier das bekannt vor von den Iren, das sieht genauso aus. Ach, und die Sau pisst hier einfach hin. Keiner sagt was. Der hat aber Spaß daran. Oh, und zurück und so vor, ja. So, wo ist denn hier Mr. Wong? Hier ist er drinnen, oder? Ne? Mr. Wong. Schönen guten Abend, ich bin's. Konnichiwa. Er verbeugt sich sogar von uns.
Boah, der schaut aber hier zornig rein. Willkommen, Henry. Ach, hallo, du Scheiße. Sache. Hier, nehmen wir unser Geld. Das rechte Gewicht. Überzeugen Sie sich. In Ordnung. Ach so. Und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in 10 Beutel. Jeder wiegt exakt 1 Kilo. Oh. Welchen wollen Sie prüfen? Das waren aber nicht 10 Beutel, das waren mehr. Schau mal, schaut euch diesen bösen Blick an. Der killt alleine schon Leute mit dem Blick. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Seht ihr, wie leicht das war? Joe ist so ein Vollidiot. Okay, Jungs, das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Meine Katze schmeißt mal einfach meine Wasserflasche um. Meine Herren? Scheiße, eine Falle. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer ab. Schöne Schuhe. Das sind gar keine Bullen. Leg sie um, Jungs. Schieß, Vito. Oh mein Gott, das geht schon mal gut los. Gib mir Deckung, Vito. Das geht schon mal nicht so gut los. Ach, das ist das Ding. Wow. Joe, nice, Digga. Sauber zerschossen. Wegen dem Paar. Verdammt, Vito, bleibt hier oben zu bleiben. Vito, tritt die Tür ein. Los. Ich mach die Türe auf. Ab geht die Post. Kommt. Ach, nur 2. Ha, das wäre doch gelacht, wenn wir die 2 nicht schaffen. Los, du Arsch. Zeig, was du kannst. Wow. Gib mir Deckung. Ja, komm her. Was wollt ihr denn? Ist das alles? Ich bin Terminator. Ich geb dir Deckung! Ab jetzt! Go! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Ja, ich auch nicht. Aber ich habe fast keine Munition mehr. Nehmen wir hier die MP40 oder was ist denn das? Greasy Gun. Wow, hier kommen viele Gegner. Gib mir die Tommy Gun. Nice. Auf geht's, wo ist die Thompson? Nice, da ist sie. Alles klar? Ups. Ah, oh, die Thompson, die ballert dann rein. Du bist mausetot. Wo bist du? Jetzt kommen hier noch mehr. Ach du meine Güte. So, kein Problem für uns. Das ist alles. Reloading, guys, reloading. Na kommt doch her. So, wo ist der letzte? Hier vorne. Wow! So, das hatten Wumms gemacht. Der ist mal schön in die Luft geflogen, der Tank. So, haben wir noch irgendwo Munition für die Greasy Gun? Ah, für die Tommy Gun. Hier liegt eine Schrotflinte. Oh ne, was ist das? M1 Garand. Oh, geiles Teil. Ich liebe diese Waffe. Von Call of Duty 2 früher noch. Das Ding ist so geil. So, einsteigen, Leute. Wir haben Termine. Dankeschön für das freie Auto. So, ab durch die Türe. Natürlich. Parkplatz auf dem Friedhof? Oh Mann, entspann dich. Scheiße. Wirklich. Das war knapp, das war nur eine scheiß Türe. Es ist noch nicht vorbei. Sie verfolgen uns. Hängen Sie nach, verdammt. Ja, natürlich. Alles in Ordnung?
Na, das ist nur ein Kratzer. Natürlich! Killt sie! Ich sterbe hier! Du hast mich erwischt. Unkraut vergeht. Ich bin gleich tot, Alter. Ab jetzt! Dann gib endlich den Löffel ab! Wow! Keinen Unfall bauen! Aber die Cops, die covern schön unseren Arsch! Wow! Verpisst euch, Cops! Killt die Cops! Was soll denn der Scheiß? Nein, auf die Polizisten schießen sie nicht! Schießt jetzt! Choga Wai! Verpiss dich! Ich habe hier einen Stress! Komm, 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 komm! Schieß doch auf die Polizisten, Leute! Ja, super! Super! Ich hab's doch gewusst, es gibt Probleme bei diesem Scheißjob. Aber solange er am Ende Geld rausschaut, kein Problem. Und da haben wir es schon geschafft. Nur noch von den Cops entkommen. Was? Ja, die können durch Häuser durchschauen, ich glaube auch. Was zum Teufel sollte das, Henry? Keine Ahnung. Jemand muss von dem Geschäft erfahren haben. Das waren definitiv nicht die Bullen. Vielleicht haben es die Schlitzaugen auf uns abgesehen. Das bezweifle ich. Ich find's raus, aber wir müssen erst das Zeug abladen. Vito, bring uns ich glaube, das war vollkommen. Okay, ich hoffe, der Deal läuft besser als der letzte. Wird schon. Schlimmer kann's ja kaum werden, oder? Also, an wen verkaufen wir das Zeug? So ein paar Typen. Oh, Moment, was meinst du mit so ein paar unterschiedlichen Typen? So ein paar Typen? Bist du von dem ganzen Geballer taub geworden? Hattest du nicht gesagt, dass wir den ganzen Mist einfach von hier nach da schaffen? Naja, wir machen viel mehr Kohle, wenn wir kleine Päckchen verkaufen. Das hätte ich gern gewusst, bevor ich mich darauf eingelassen habe. Wenn ich das so im Park gesagt hätte, wärst du wohl nicht mitgekommen. Exakt. Hey, du kannst dir bestenfalls die nächsten 30 Jahre für Eddie und Carlo den Arsch aufreißen, bis du entweder abgeknallt wirst oder wieder im Knast landest. Das große Geld verdienst du nur, wenn du was riskierst. Und habe ich dich je enttäuscht? Tja, da war die Sache mit der Preisaufsicht. Und wir sind fast draufgegangen, als wir den fetten Typen in der Schnapsbrennerei umgelegt haben. Okay, schon gut. Na, heute zählt das alles nicht mehr. Auf nach Hunters. Und keine Sorge, ab morgen müssen wir uns nie wieder mit diesen Dreckskerlen abgeben. Es sei denn, das hier wird zu einer regelmäßigen Veranstaltung. Wow, jetzt ziehen wir erstmal das Ding hier durch, bevor wir große Pläne schmieden, okay? Na, ich sag ja nur. Peter hat recht. Wir stehen das hier durch. Alles Weitere wird ein Kinderspiel. Ah, das glaube ich auch. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest. So. Willst du uns umbringen? Upp. Oh Mann, entspann dich. Upsala. Das wollte ich natürlich nicht. So. Wir sind da. Leute, bevor wir hier das Zeug jetzt verchecken, ich hau hier mal wieder einen ganz kleinen Schnitt rein. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da oder einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Wir würden uns extrem drüber freuen. Man sieht sich auf alle Fälle wieder bei der nächsten Folge. Haut da rein. Ciao, ciao, Leute.